Okay, damit haben wir die Quest abgeschlossen. Ganz zum Schluss merken wir nochmal, dass es eigentlich viel schwerer war, als wir eigentlich dachten. Aber, naja. Hätte ich mich vielleicht dann nochmal besser vorbereitet, wenn ich gewusst hätte, dass er High Rank ist. Aber wir haben es ja auch so geschafft. Was willst denn du jetzt schon wieder von mir? Lass mich doch in Ruhe. Jeder will was von mir. Okay, mit ihm haben wir ja geredet. Klar, was willst du von mir? Yokukita-Jäger, ich habe ein Problem. Schon wieder Lieferung von Neko verschwunden. Wieder. Diesmal Neko sagt, er hat Kontakt verloren mit Fellenlieferer in Grünen Hügeln. Grünen Hügel seien, Abunai, gefährlich. Ich höre Rattalus und Rattian dort aufgetaucht. Fellen zu viel Angst vor Monstern und stecken Grünen Hügel fest. Tabun. Letztes Mal warst du so gut, also Tanomu, Jäger. Bitte jage zwei Monster vor meiner Lieferung. Natürlich belohne ich dich für Erfolg. Du hilfst mir, ich helfe dir. Dewa, die Meeresbrise und meine verlorene Riefung rufen schon. Gut, schon wieder. Das gefährliche Duo. Sechs Sterne. Achso, sechs Sterne Dorfquest. Ja, okay. Oh Gott. Die werden wir jetzt aber nicht machen. Hiring, Rattalus und Rattian auf keinen Fall. Also würde ich mir vielleicht zutrauen. Mit den richtigen Waffen. Also jetzt mit einer guten Drachenwaffe, sag ich mal. Vielleicht. Aber nicht jetzt so theoretisch nach den ganzen Gesprächen, weil jetzt reden wir ja noch mehr mit Leuten. Da, nee. Kleiner, ich sehe, du arbeitest in letzter Zeit von... Ja, okay. Du willst mir bloß einen Schein geben und dir geben wir die Quest ab. Ah, ich habe auf deine Rückkehr gewartet. Wie ich sehe, hast du meine Anfrage erfüllt. Als Dankeschön habe ich einen Handwerksladen beigebracht, neue Ausrüstung herzustellen. Falls wieder etwas passiert, kann ich mich hoffentlich erneut an dich wenden. Ja, es wird wahrscheinlich noch viel passieren. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, ein Kokoto sind wir fertig. Gehen wir nochmal kurz nach Yokomo. Dort soll dann vielleicht noch einer oder so mit uns reden wollen. Und dann gehen wir auch schon ins letzte Dorf, nach Pocke. Dann haben wir mal wieder viele Quests abgeschlossen, aber auch viele dazu bekommen. Also auch für die Zukunft dann. Haben wir da noch einiges zu erledigen. Gleich zwei. Wer bist du jetzt? Lok-Lak-Dorf-Chef. Ach, okay. Hoho, schön dich kennenzulernen, Jäger. Wie kann mir Jäger noch dazu? Du übertriffst sogar alles, was ich von dir gehört habe. Und ich? Oh, ich leite die Jägergild von Lok-Lak. Du weißt über sie Bescheid? Natürlich tust du das. Obwohl wir an der großen Wüste grenzen, sind wir ein ziemlich beschäftigtes Handelsstadt. Ja, und Jäger wie du... Ja, und Jäger wie du es bist. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Mann, der gerne mal den ein oder anderen Haiku verfasst. Wie diesen hier. Ja. Jäger kommt herbei, bringt Frieden nach Yokomo. Das Volk jubelt. Okay. Schön. Wer bist du denn? Dorfkrämerin. Wieso haben wir hier so viele random Leute? Es ist unglaublich. Du gehörst doch zur Akademie, oder? Ich habe schon viel Gutes über dich gehört. Derzeit bin ich Tourist, aber zu Hause in Minnegard bin ich ein Nahrungsmittelmogul. Ich bin immer auf der Suche nach dem frischesten, angesagtesten Lebensmittel. Wie zum Beispiel gewürfeltes Steak. In Minnegard ist das sehr beliebt, bald auch in der ganzen Welt. Es gibt da nur ein klitzekleines Problem, bevor das Steak die Welt erobern kann. Dieses Problem lautet, wo um alles in der Welt bekommen wir das nötige Fleisch her? Wir brauchen jemanden mit Erfahrung, mit Mut und Einsatzwillen. Könntest du dir vorstellen, unser Zulieferer zu werden? Wir brauchen Fleisch, in rauen Mengen. Jage in grünen Hügeln 20 Bulfangos für mich, das müsste reichen. Herzlichen Dank. Wildschweinefleisch? Okay. Frisches Biest. 2-Sterne-Jägerlager-Quest, okay. 2-Sterne-Jägerlager, okay. Das ist halt auch so lächerlich irgendwie. Die müssen wir dann auch irgendwie noch so schnell machen. Zwar jetzt nicht, aber dann halt in der nächsten Aufnahmerunde. Kriegen wir schon hin. In Yokomo will natürlich schon wieder jemand mit mir reden. Gehen wir wieder kurz zurück. Ach, das finde ich halt echt immer ätzend, wenn du gerade eben rausgehst und dann kommt halt gleich nochmal jemand. Und das ist in Yokomo echt so schlimm. Ich glaube, ja, es liegt am Fußbad. Weil im Fußbad dann immer bloß eine gleichzeitig sein kann. Und so viele Leute hat er immer was von einem wollen. Wer bist denn du jetzt schon wieder? Tansia Hafenchef. Ach so, okay. Es geht nichts über die wohlig warmen Zehen und eiskaltes Getränk. Und ein paar Umdrehungen. Wie war das? Du willst was von mir? Pff. Ich bin bloß ein alter Mann, der gerne mal eine Erfrischung oder drei zu sich nimmt. Haha, ich mach doch nur Spaß. Eigentlich leite ich die Jägergilde drüben am Hafen Tansia. Wie drüben? Ist der direkt in der Nähe, oder was? Vielleicht habe ich da sogar vielleicht habe ich dich ja sogar schon mal gesehen. Nach dem Genuss von Braukunst schaue ich mir die Leute nicht so genau an. Aber wenn du dir nach dem Schwätzchen ist, kannst du jederzeit hier vorbeischauen, deine Zähne ins Wasser stecken. Ha! Du willst echt nichts weiteres von mir? Really? Du hast mich einfach bloß zugetextet?
Das ist halt das nächste Problem. Wenn Leute einfach komplett uninteressant sind. Lass mich raten, jetzt erwartet eine Quest für mich, ne? Ich kenne das Spiel. Ich kenne und hasse es. Jetzt bleibe ich erstmal hier im Pocke. Jetzt habe ich echt gerade keinen Bock mehr, da wieder zurückzugehen. So, Cha-Cha und Kayama. Shakalaka, Bing Bang. Du Mutalaka halten. Mundalaka halten. Ich nicht wollen hören. Lahm, lahme, Entschuldigung. Oga, nein, nein. Cha-Cha mit meinem, nicht meinen dich. Cha-Cha reden mit dummen Kayamba. Kayamba denken, Renoplos Schlagacker ist stark, Cha. Kayamba großer Dummkopf, Oga. Ruhe. Cha-Cha noch größerer Dummkopf. Nur Dummkopf denken Bullfango stärker. Tja, warte. Du Jäger, ja? Du zur rechten Zeit hier. Gestern Kayamba und Cha-Cha haben Streit, welches Monster stärker, Renoplos oder Bullfango. Um zu wissen, wir bringen Monster zur Arena, Yamba. Aber wir sammeln Cha zu viele. Kontrolle verloren. Oga, Oga. Tun uns leid, die Probleme. Bitte helfen, bevor kaputt Arena und wir schuld. Wir warten bis zurück. Da war ein Zug zu viel. Wir schnell müssen zur Jägerlager. Sofort gehen. Sehr wichtig. Okay, 4 Sterne. Duell der Rivalen. Bullfangos und Renoplos? Ja, okay. Nicht super spannend. Der Wanderkoch. Oh nein. Nein. Ja, Zoras ist weg. Nein. Nein, nein. Ich werde das nicht mehr tun. Nur Knoblauch, okay. Ich werde diese französische Katze nicht mehr sprechen, weil sich aber jeder darüber lustig macht, dass ich kein Französisch kann. Zutaten einer Legende. Okay, haben wir irgendwann mal abgeschlossen. Oh, die Funke Gefällen ist auch da. Hey, Baby, was guckst du? Nee, den habe ich ein bisschen tiefer. Er war nicht wirklich eine Felle, ne? Nein, sag es nicht. Du weißt schon alles, was du denkst. Ich weiß schon alles, was du denkst. Alles easy. Du findest meinen Afro Hammer, oder? Die Frisur ist ja auch Funk und Coolness pur. Okay, Baby, schlag ein. Wir können die hipste Afro-Connection weit und breit sein. Zusammen kriegen wir eine Frisur hin, die nicht von dieser Welt ist. So, ich bin jetzt raus. Aber später kläre ich dir den Plan. Also, immer schön cool bleiben. Okay, du klärst mit dem Plan genau jetzt. Ich find's schön, wie er rumtanzt. Wer will denn jetzt schon wieder alles mit mir reden? Ach Gott. Wie so eine Sammelquest. Hey Baby, was ist los? Bist du bereit für Afro-Man? Afromanatik? Afroman? Afromantik? Afromantik wahrscheinlich. Mit einem Frau und deiner Leidenschaft sind wir absolut unbesiegbar. Verstehst du? Alles klar, die Frisur wird mit maximalem Funk. Ist doch super easy für uns. Für den ultimativen Frau brauchen wir Donner. Du musst also einen Astralos überrumpeln. Aber ein Astralos ist kein Dummkopf. Ein Patzer und der macht dich kalt. Er wird jedenfalls legendär. Oder es wird jedenfalls legendär, wenn du einen von mich überlistest. Mach schon. Lass mich jetzt nicht hängen, Baby. Wir sind doch ein Team, du und ich. Also schwing die Hüften und tanz ab ins Marschland. 3 Sterne Jägerlager. Pro Afro. Okay. Schauen wir mal, die können wir natürlich erledigen. 3 Sterne sind noch Low Rank. Ein Astralos kriegen wir hin. Felcote oder Felcoat. Ist da irgendwie ein Wortspiel drin? Felcoat? Wenn dann sehe ich es nicht. Aber das war die High-Rank-Chefin theoretisch von links. Von Freedom Unite. Schön, dass die hier ist. Was machst du hier? Ich nehme mal an, dass du der Jäger bist, den die Akademie entsandt hat. Ist das richtig? Höchst ausgezeichnet. Du siehst vielversprechend aus. Vielleicht kannst du mir ja doch eine Hilfe sein. Oh, wie überheblich von mir. Ich hätte mich wohl erst einmal richtig vorstellen sollen. Mein Name ist Geheim, aber viele nennen mich Felcoat. Mit berühmtem Respekt, gebührendem Respekt. So darfst du mich auch nennen. Nun, zum Geschäftlichen. Mit meinem streng vertraulichen Quest kann ich nur die besten Jäger betrauen. Ich kann nicht vielen vertrauen, aber du genügst mir. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Okay, du hast nichts für mich. Du wolltest dich auch bloß wieder vorstellen. Das sind alles solche Leute, die sich für spätere Sachen vorstellen. Die haben wir jetzt alle schon freigeschalten. Ach Gott, komm. Die haben jetzt alle schon freigeschalten, die Sachen, aber im Moment können wir da noch nicht viel machen. Weil die Quest dafür, oder weil wir die Stufe noch nicht haben. Ich bin gespannt, was wir da noch so alles bekommen werden. Für Viecher. Und im Pocke will wieder hier mit mir jemand reden. Wie gesagt, ich finde es einfach so ätzend. Wer ist da jetzt schon wieder? Wer bist du jetzt? Dich hatten wir schon mal. Du bist der Typ aus Dundorma. Meister Werkzeug, genau. Wie anders könnte man besser den Tag verbringen? Ein Fußbad und dazu einen Apfel essen.
Ursprünglich hatte ich einen Laden im Dundorma. Dann wollte ich Weltreisender werden. Kerso spielt wirklich nach für Ultimate. Okay, von mir aus. Ich bin auf der Suche nach einem geheimnisvollen Phantom. Phantom. Doch, Phantomapfel. Den köstlichsten Apfel der Welt. Schon einmal davon gehört? Nein, kein Problem. Er gilt nicht von ungefähr als Phantom. Wenn du etwas hörst, sag mir bitte Bescheid, ja? So ein Apfel ist von sehr großer Bedeutung. Neue Auszeichnung erhalten? Hört ihr einen komischen Typen oder vom komischen Typen an, wie er über Äpfel redet oder was? Keine Ahnung. Was soll diese Auszeichnung sein? Ich guck's mir jetzt auch nicht an. Können wir später mal machen. Vielleicht mit genügend Leuten geredet oder sowas, ich weiß es nicht. Wer will denn hier jetzt wieder mit mir reden? Hört das auch jemals auf, dass Leute mit mir reden wollen? Ich weiß es nicht. Sieh dir das an. Du musst der neue Vikademiejäger sein, der durch die Stadt wirbelt. Lass mich ansehen. Nicht schlecht. Ich habe im Questschalter hier in Pocke gearbeitet und war bis kürzlich auf einer langen Reise. Ich würde behaupten, ich habe ein Auge für talentierte Jäger, aber ohne Beweis ist alles reine Spekulation. Warum absolvierst du nicht diese Quest, die ich von meiner Reise mitgebracht habe? Nicht eben leicht. Du scheinst aber auch kein normaler Jäger zu sein. Und falls doch, naja, dann kommst du auch nicht darauf an, ob du zurückkehrst. Ein Niete mehr oder weniger. Im Anfragenprotokoll. Okay, zum Lager. Nagakuga. Oh, 5 Sterne. Lieber doch kein Nagakuga. So, gehen wir nach Berna. Für unsere letzte Tat. Ach so, Zutaten, ja klar. Dir wollen sie uns wieder Zutaten andrehen. Komm, keine Quest in Pocke, keine Quest in Pocke. Yes! Wir haben es, glaube ich. Sieht gut aus. Oh, man ist da echt so froh, wenn man da einfach mal alles fertig hat, ne? Oh Gott, Salami, Knoblauchpizza. Aus. Knoblauch und Luxusreis. Knoblauchreis, ne? Das macht wenigstens auch Sinn, die ganzen Sachen. Finde ich ja erstaunlich. Toll. Ich wollte nicht beenden. Knoblauch und Aubergine. Jo. Knoblauch und nichts. Okay, schade. Gut, damit haben wir das. Dann gehen wir zum Lager. Wir haben jetzt Rathalos und Ratian, aber die werde ich jetzt nicht mehr machen. A, da wir doch schon relativ spät dran sind und B, weil ich ein bisschen Angst davor habe. Wir haben, glaube ich, auch keine wirklich gescheite Waffe. So rum. Da hätte ich halt doch gerne Blitz, Drache oder Blitz und Drache. Das wären so die drei Möglichkeiten. Aber da wir die gerade eben nicht haben, lasse ich das lieber gerade mal. Was haben wir denn hier nochmal freigeschalten? Hier haben wir nichts. Hier haben wir 2 Velocidromen. Ja, okay, das ist jetzt nicht so interessant. Dann machen wir doch nochmal was Interessanteres. Fossile Andenken. Ach, der Luggy. Der Luggy ist hier, stimmt. Oder den Astalos. Was machen wir? Du bist auf der Ödnisinsel. Belohnung 7,5. Machen wir den Luggy, komm. Ich habe schon länger, glaube ich, keinen Luggy mehr erledigt. Wobei, ich weiß gar nicht, was da kommt in den Hiring Quests dann. Wahrscheinlich viel Luggy, oder? Auch nicht sofort. Vielleicht gar nicht? Kommt hier kein Luggy? Da kommt Plessy überall. Hä? Okay. Ist er dann vielleicht doch nochmal weiter? Ist er vielleicht dann in Jägerrang 6 schon? Kann sein. Nee, Quatsch, das war 3. Stufe 3. Ja, komm, machen wir den Luggy. Der sollte eigentlich gehen. Hat eine Feuerschwäche, nicht wahr? Sollte er eigentlich. Donner hat er ja nicht, also Feuer. Probieren wir ihn noch schnell zu erledigen. Wie gesagt, das sollte eigentlich gehen. Hoffe ich zumindest. So. Doppelklingen oder Langschwert? Doppelklinge oder Langschwert? Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Die 4 Feuerschaden? Die 20 normale Schaden? Keine Ahnung. Ja, aber für Rathalos und Ratian haben wir halt auch nicht die richtigen Waffen, weil wir, naja, außer das eifrige Hackbeil, nichts haben, was in ihre Richtung geht. Also was ihnen gut Schaden macht. Das wäre also eh total blödsinnig. Und die sind bestimmt High Rank, also von dem her noch viel blödsinniger. Da will ich auf jeden Fall eigentlich mal erst eine bessere Rüstung haben. Welche nehme ich da jetzt? Gegen Luggy. Luggy können wir eigentlich auch wieder gut umkombonen. Und da würde ich eher die Brüderflammen nehmen. Also eher Doppelkling.
um im Luftkampfstil umzukommen, Bohn. Und jetzt nehmen wir den Stil mit. Aha, ich habe dran gedacht. Absolute Bereitschaft. Nimm ein gedrehtes Ausweichmanöver vor, das Länge und Verwundbarkeitsausdauer bietet und Schärfe wiederherstellt, Kugeln nachlädt und Beschichtung anwendet. Beim Auslösen wird die Waffe automatisch gezogen. Das ist cool. Aber halt bloß für Prügel oder sowas. Jetzt für meinen Stil eigentlich nicht wirklich. Machen wir den Wolfsdrachen. Der ist einfach ziemlich stark. Wir werden ja, denke ich, viel von der Combo aufbauen. Schauen wir mal. Ich meine, wenn der Luggy zu schnell gehen sollte jetzt, dann können wir ja immer noch eine andere Quest machen, noch so eine kleine. Die 2 Velocidrom oder sowas. Schauen wir mal. Wobei ich jetzt gerade auch nicht weiß, was heißt zu schnell. Weil ich jetzt gerade nicht mehr unbedingt einschätzen kann, wie lange wir schon dran sind. Beziehungsweise was wir jetzt wie gemacht haben. Schauen wir mal. Für das Landing werden wir auf jeden Fall nicht machen, aber den Luggy. So, los geht's. Ich muss noch essen. Ich habe beinahe wieder vergessen. Habe ich noch Honig? Ich habe keine Tränke mehr. Honig aber auch nicht mehr wirklich. Dass mir in jedem Spiel immer der Honig ausgeht. Ich hasse das. Weil ich einfach nie wirklich zum Farmen komme. Einfach immer Honigprobleme habe. Ja, das wird sich ja, denke ich, bald ändern. Hoffe ich zumindest. Dass wir hier bald auch mal wieder eine Farmrunde hinbekommen. Beziehungsweise ich einfach auch mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Schauen wir mal. So. Nochmal kurz essen. Und wie gesagt, dann machen wir den Luggy. Verteidigen. Das Frühlingsomelett. Perfekt. Wir haben leider noch kein L. Das werden wir aber wahrscheinlich auch erst später bekommen. Okay, dann Erhebe und Verteidigung. Das wäre natürlich super, beides zu bekommen. Ja, komm schon. Yes, nice. Ein Gourmet-Gutschein, der natürlich nicht an die Box geliefert wird. Ugh. So, wir haben 0 Bären. Eigentlich sollte alles passen. Legen wir los. High-Rank Luggy sollte passen. Der Lagarkus ist der Schrecken der See, sogar für die härtesten Seebären. Und nun ist er einer der armen, nun ist einer bei den armen Fischern im Dorf aufgetaucht. Okay, so rum. Das ist komplizierter Satz. So, wir bekommen natürlich wieder viel schönes Zeug. Das ist das Schöne, wenn man Gildenquests solo macht. Man darf sich einfach alles mitnehmen. Jetzt müssen wir bloß den Luggy suchen. Das sollte eigentlich in 5 sein, oder? In 3 wird er, glaube ich, nicht spawnen. Nee, in 7. 7 ist ja... Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist 7 sein Gebiet oder ist es... Ist es 5? Ich gehe mal in Richtung 7. Ich weiß, dass in 7 der Ding spawnt. Der Elfenbein früher. Aber es kann sein, dass er dann vom Elfenbein gelernt hat. Und da jetzt spawnt. Schauen wir gleich mal. Ja, tut er. Okay. Perfekt. Dann kriegst du jetzt gleich mal eine kleine Begrüßung ins Gesicht. Oh. Das hat nicht so gut funktioniert. Ja, gut. Weil da sein Kopf einmal ein bisschen zu weit oben war. Wie gesagt, das hat leider nicht so gut funktioniert. Da hätte ich sogar noch wegkommen können. Naja. Jetzt habe ich den Schock ein bisschen. So viel Schaden macht er nicht. Da sind wir jetzt ganz gut von den vom Schaden oder vom... vom Schaden oder von der Rüstung theoretisch her. Sind wir da jetzt ganz gut dabei. So, da sollte ich jetzt gut auf ihn drauf springen können, oder? Ja, na also, guck mal. Soll ich ihm aber eigentlich auch gut Schaden am Kopf machen? Na egal. Nice. Hingelegt hat er sich zwar noch nicht, aber wir haben den Erzdämonen-Modus. Oh nein. Okay. Ich glaube, ein Luggy könnte auch relativ einfach sein mit Luftkampfstil. Weil er doch relativ oft mal einfach so stehen bleibt. Er ist nicht wirklich viel unterwegs, sagen wir es so. Dadurch wird er wahrscheinlich ziemlich viel Schaden bekommen. Durch das. Also je größer die Monster tatsächlich sind, desto leichter ist oder desto stärker ist der Luftkampfstil. Muss man definitiv einfach sagen. Und desto stärker ist eigentlich auch der Konterstil. Wobei ich Luftkampf da trotzdem noch besser finde. Also ich habe Konter auch sehr gemocht, aber Luftkampf ist einfach besser. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Hätte ich zwar am Anfang nicht gedacht, dass ich gut mit Luftkampf umgehen kann, weil ich dachte, dass ich aber zu oft irgendwo rumhampeln werde. Aber es ist schon ziemlich gut. Ich glaube aber, ich habe auch einen Fehler gemacht damals beim Testen. Ich habe es ja damals in der Demo getestet und ich weiß nicht mehr, was da genau, gegen was ich es getestet habe, aber irgendwie war das nicht so der Bringer. Da war der Konter schon interessanter. Ich glaube, ich habe es gegen Malfestio getestet, ein Großschwert oder so. Also halt auch eine blöde Kombo, die halt überhaupt nicht funktioniert hat.
Und da war das dann halt so, nee. Und jetzt so, wie man es hier sieht, und jetzt haben wir halt schon einen Wolfsdrachen, das ist halt genau das, was ich meinte. Das ist richtig, richtig stark. Da schnell mal. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Bin ich an dem Nabra hochgeflogen oder wie? Keine Ahnung. Ja, okay, jetzt hat er mir schon ein bisschen Schaden gemacht. Oh, gar nicht gut. Oh, das gibt doch auch die seitlichen. Yo. Okay, das hätte schief gehen können. Sabadern? Nee. Ich glaube, muss ich einfach bloß kurz ein bisschen ausruhen. Okay, kurz nachwetzen. Eigentlich im Moment noch nicht. Ich will erst noch ein bisschen abwarten. Wobei, wir kommen halt doch nicht mehr so gut durch. Das ist halt das Problem. Da würde ich sagen, nachwetzen, er ist jetzt gerade eh nicht mehr aggro. Wetzen mal kurz nach, machen den Wolfsdrachen und dann hauen wir richtig drauf. Weil wie gesagt, wenn jetzt gerade auch nicht mehr aggro ist, sollte es eigentlich ziemlich gut gehen. Warm. Sehr schön. Okay, jetzt geht's dir an den Kragen, Luggy. Jetzt geht's dir sowas von an den Kragen. Aus dir mache ich Schuhe. Und da flüchtet er. Sobald er gehört hat, dass wir aus ihm Schuhe machen, sofort weg. Ach, sehr gut. Ja, leider geht es halt die Hälfte meines Wolfsdrachen drauf. Das war jetzt natürlich nicht ganz so gut. Aber flüchtet sogar noch weiter. Nee, okay. Glück gehabt. Frisst du was oder? Nee, greif's direkt wieder an. Ja, wie gesagt, das war jetzt natürlich ein bisschen schade, dass er da gleich abgehauen ist. Aber wir können trotzdem noch gut Schaden machen. Vor allem mit den Sprungangriffen jetzt auch. Das sollte, wie gesagt, gut reinhauen. Oh, verdammt. Ich habe gar nichts mehr. Komm, Stagger. Ah, Mist. Ich hatte versucht, den Stagger rauszubekommen. Leider hat es nicht funktioniert. Oh mein Gott. Ist man da echt am Hintern sicher? Das ist ja viel zu übertrieben. Wow. Genauso wie das gerade eben. Oh, wie wir ihm geben. Wie wir ihm einfach geben. Es ist unglaublich. Ach, jetzt komme ich da nicht durch, weil gerade meine Schärfe gesunken ist. Schade. Aber wie gesagt, wie wir ihm denn gerade ihm gegeben haben. Das war einfach nur viel zu krass. Das sollte eigentlich beinahe wieder down sein. Verwirrt? Nein. Da hatten wir auch echt Glück, dass wir relativ selten verwirrt werden. Oh ja, ich weiß. Ich dachte nicht, dass es nochmal eine Stufe weitergeht. Das sah kurzzeitig so aus, als würde es das eben nicht tun. Ach so, ja. Toll. Und jetzt rennst du in die Falle. Ach, ich hasse dich. Och, und jetzt bin ich auch noch verwirrt. Och, Mann. Och, das ist so typisch Monster Hunter. Er hat sich keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, um das zu machen. Dass er mich gerade so trifft und dann natürlich auch noch die Verwirrung kommt. Die Verwirrung vorhin wäre gar kein Problem gewesen. Aber jetzt hat sie mir halt gerade die komplette Falle gekostet. Wie gesagt, das ist dann immer so ätzend. Wenn dir das dann halt passiert. Aber naja, dagegen kann man nichts tun. Das ist Monster Hunter. Okay, da hätte ich vielleicht weiter über ihm drüber fliegen sollen. Oh, nicht gut. Okay, da nochmal ins Gesicht. Ja, nicht ganz so wirklich. Da können wir nochmal ein bisschen reinhauen. Oh, nicht gut. Oh, gar nicht gut. Wo sind jetzt die Punkte, wo es rauskommt? Dort drüben. Ah, okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es immer ein bisschen weitergegangen ist. Jetzt geht's bloß zweimal? Ich dachte immer, es geht dreimal. Komisch. Ich weiß auch nicht, was ich da im Kopf hatte. Dass es eigentlich weitergehen sollte. Schön mit dem Schweif mitgeflogen. Und da liegt er schon wieder. Na also, damit bekommen wir, glaube ich, auch den Rücken gebrochen. Und das ist halt das Schöne an dem Luftkampfstil. Man kann ihn halt richtig schön reiten und dadurch eigentlich auch die Teile zerstören. Ich gehe jetzt zwar nicht unbedingt auf die Teile, man kann es halt sehr gut machen, vor allem die Rückensachen. Ich weiß halt nicht mal, ist es schon gebrochen oder nicht? Es sieht nicht gebrochen aus. Es sollte eigentlich demnächst. Das ist halt das. Weil zweimal reiten, da ist doch jetzt gerade was kaputt gegangen. Ich glaube, es war seine Brust. Wolfsdrachen nochmal. Zack. Das war halt auch das, was ich meinte. Der Wolfsdrachen ist dann halt auch so schnell bereit. Mit dem Luftkampfstil gerade eben, weil man halt auch so schnell zuhauen kann. Da war es so blöd eigentlich bei den ganzen Quests, das nicht zu machen. Naja. Es hat ja auch so funktioniert. Beim Garuga wäre es halt gut gewesen, mit dem Langschwert da nochmal ein bisschen extra Feuerpower zu haben. Das hätte dann ein bisschen besser funktioniert, aber es hat ja auch so geklappt, wie gesagt. War dann halt der extreme Hard Mode. So, da passe ich diesmal auch auf. Ja, so viel dazu. Ja,
Ich hab's kommen sehen, dass es mich trifft. Als es dann runtergegangen ist, habe ich genau gewusst, dass es mich trifft, aber naja. So viel Schaden macht's ja auch nicht. Wäre ich beinahe schön getroffen worden. Auch schade, es war nicht sein Kopf. Da nicht, man macht seinen Kopf nochmal kaputt. Da nochmal die letzten paar Punkte des Wolfsdrachens ausnutzen. Na, es staggert aber nicht so oft. Also das, was ich beim Königsblutlauf gesagt habe, ist zwar wahr, aber es funktioniert bei ihm gerade nicht so gut. Weil er halt ein bisschen krass ist. Und wie gesagt, ihn dann so leicht zu staggern, geht dann nicht so. Da kann man die Kombos nicht so vorbereiten. Klar, nichtsdestotrotz machen wir ihm immer noch... Wow, okay. Aber so ein Jagia, das mir dann die Verwirrung gibt. Dadurch sieht man dann aber, glaube ich, dass es nicht von Schaden oder von Schadenszahlen abhängt oder so. Oder wiederkommenden Zahlen, sondern ich glaube, jeder Hit hat eine gewisse Chance dann, einen zu lähmen. Und dadurch ist die Chance dann einfach größer. Dadurch kann es halt passieren, dass man da auch ein Jagia einen dann lähmen kann. Das ist natürlich eigentlich die bestmögliche Sache. Weil ansonsten hätte er mich jetzt halt ganz easy lähmen können. Mit jedem Angriff. Aber so war das natürlich schon nochmal ziemlich witzig. Kommt das Ding einfach an. Zack und gelähmt. Oder verwirrt eher. Da nochmal. Ich hätte ganz gerne deinen Schweif jetzt kaputt gemacht. Jetzt bin ich doch langsam so, dass ich ganz gerne die Sachen zerstören würde. Das ist nicht gut. Ja. Ich wollte gerade noch einen Schritt weggehen. Jetzt werde ich gerade ein bisschen unvorsichtig, aber es geht halt auch, weil... Ja, er hält doch ein bisschen das aus, klar, aber er ist immer noch bloß Low-Rank. Das merkt man deutlich vom Schaden her. Man merkt es nicht so sehr davon, wie viel er aushält, würde ich mal sagen, weil allerdings... Der Garuga hat ja auch nicht so viel ausgehalten. Da sind seine Schocker kaputt, na also. Wie gesagt, Garuga hat ja auch nicht so viel ausgehalten, aber er hat halt ordentlich ausgeteilt. Das ist halt das. Und ich glaube, das ist da auch das in Generations, was da so... Was meistens dann irgendwie auch so, so falsch aussieht... Dass halt die Monster ordentlich austeilen dann in den höheren Rängen, aber nicht wirklich viel mehr einstecken. Wobei, der Garuga hat 15 Minuten ausgehalten, der knappe 10. Also man merkt natürlich schon nochmal einen Unterschied, klar. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie in G-Rank-Quests in 4 Ultimate. Die sind ja auch so gemacht, dass sie sehr viel austeilen, aber nicht so viel einstecken. Weil man bis dahin halt auch schon starke Waffen hat. Wo willst du eigentlich überhaupt hin? Nach 10? Ich weiß gar nicht, weswegen. Oder wahrscheinlich nach 10, sagen wir es mal so. Wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht unbedingt, weswegen, weil in 10 gibt es ja nichts mehr. Vielleicht hat er da jetzt sein Nest. Ich habe keine Ahnung. Wir probieren es nochmal. Komm schon. Nice. Also, na, ich bin weggekommen. Sagen wir es so. Also, es hat nicht so funktioniert, wie ich eigentlich wollte, aber es hat funktioniert. Das ist die Hauptsache. Stärke ist gesunken. Das wollte ich jetzt natürlich eigentlich nicht hören. Wollte jetzt eigentlich voll platt machen, vor allem da jetzt sabbert. Soll jetzt gar kein Problem mehr sein. Na, schauen wir mal. Ja, sonst seine Krallen komme ich jetzt natürlich nicht mehr. Ja. Oh, wow, da bin ich durchgekommen. Wolfsdrachen nochmal. Das dritte Mal Wolfsdrachen. Das ist halt auch das nächste Krasse. Dass du dadurch die Sachen so gut auflädst. Aber das ist ja Doppelklinge allgemein. Also bei der Doppelklinge allgemein kann man ja so gut das Zeug aufladen. Da, das wäre so ein Schweif gewesen. Vor allem, wir haben ja auch ab und zu mal mit dem Wolfsdrachen draufgehauen. Das sollte ja auch nochmal doppelt Schaden machen. Ich prall jetzt gerade im größtenteils ab, ja. Allgemein prall ich eigentlich überall ab. Aber es sollte ja eigentlich immer noch gut Schaden machen. Ja, im Kopf falle ich nicht ab. Das sollte ein Ende sein. Jo. Mit Ansage. Sehr schön. Gut, haben wir ihn erlegt. Ach ja, das war doch auch eine gute Questzeit. 10 Minuten hat es doch gebraucht. Aber die größte Herausforderung war es jetzt nicht. Schön. Sehr, sehr schön. Damit haben wir uns doch mal wieder um die Monster gekümmert. Also so ein bisschen um die Dörfer gekümmert. So muss man es eigentlich sagen. Klar, um die Monster natürlich auch irgendwie. Aber größtenteils haben wir natürlich mal wieder so ein bisschen die Dörfer freigemacht. Dort mal wieder mit den ganzen Leuten geredet. Dass das halt nicht zu viel wird. Und es war halt jetzt schon verdammt viel. Also wie gesagt, eigentlich hätte ich nach dem High Rank da schon mit denen reden müssen, dann wäre das nicht ganz so, na, ausgeartet. Aber so hat es jetzt gepasst. So hat es jetzt, denke ich, für, ich sag mal, 4 gute Folgen gereicht. Dachte zwar nicht, dass wir da jetzt 4 Folgen draus machen, ich dachte eher mit 2 oder so,
Aber waren die Quests natürlich ein bisschen aufwendiger. Da habe ich mich manchmal ein bisschen überschätzt. Was heißt überschätzt? Das hat ja alles gut funktioniert. Nur ich dachte, dass die Quests irgendwie ein bisschen schneller gehen werden. Oder dass wir halt nicht so viel quatschen. Am Anfang hat das ja auch noch ganz gut funktioniert. Nur dann langsam wurde es halt immer mehr mit jedem Dorf, das wir abgegangen sind. Und dadurch gab es halt so ein kleines Problem. Wie gesagt, hat ja an sich ja funktioniert. Und noch ein bisschen schön viel Luggy-Zeug. Zweimal ein Horn, okay. Dafür, dass wir das Horn gar nicht kaputt gemacht haben. Sogar eine Haihaut, wow. Falls wir die mal brauchen würden. Jede Menge Kleinzeug von unseren Katzen. Schlaf plus 2, nein. Wunderschön. Damit haben wir das nochmal. Es waren relativ kleine. Meine Katze erreicht ein weiteres Level. Das ist auch immer schön. Dadurch steigen wir natürlich auch in der Stärke von der Katze auf. Können da die Katzenquests mal ein bisschen besser erledigen. Wobei wir da natürlich auch ein bisschen an die Limits gebunden sind. Aber naja, wird ja alles auch noch passen. Und ja, damit haben wir es für heute geschafft. Wir geben nochmal kurz die Quest in Yokomo ab. Und dann wär's das. Und ja, jetzt haben wir die Zeit eigentlich ganz gut ausgenutzt. Wie gesagt, jedes Dorf so, ich sag mal 30 bis 40 Minuten. Zuerst ein bisschen gequatscht, dann das passt doch ganz gut. So, Junior, was los? Hey Jäger, dem Lagerkus hast du es ja wirklich gezeigt. Das sind uns alle gerettet. Jetzt können wir wieder in Frieden fischen gehen, ohne Angst haben zu müssen, selbst als Köder zu enden. Die Haihaut hast du bekommen, nicht wahr? Als Dank für deine Hilfe, Jäger. Ach klar, es gibt ja gar keine Haihaut mehr, stimmt. Das ist cool. Gute alte Erinnerung. Die ist von Fischern. Sie wollten dir ein Andenken an Moga schenken. Das ist definitiv ein Andenken, ja. Das ist eine coole Idee. Wenn du es hier zur Schmiede bringst, kannst du etwas nützlich für dich herstellen. Danke, Jäger, du warst uns eine große Hilfe, wie immer. Wunderschön. Schon wieder was? Was willst du denn jetzt wieder von uns? Hallo Jäger, darf ich dich diesmal um meinen persönlichen Gefallen bitten? Folgendes, ich bin da draußen auf der Ödnisinsel auf ein seltsames Grollen gestoßen. Die Sache ist, dass wir in Moga öfters Probleme haben, wenn es zu derartigen Beben kommt. Ich habe so ein dumpfes Gefühl, dass diesmal zudem etwas anderes dahinter steckt als in der Vergangenheit. Ich habe keinen blassen Dunst, was es diesmal sein könnte. Wenn wir nichts unternehmen, werden die Dorfbewohner wegen der schlechten Erinnerung kein Auge mehr zutun. Was es auch ist, wir müssen es aufhalten. Je früher, desto besser. Ich wollte dich also fragen, ob du da rausgehen und Nachforschung für uns anstellen könntest. Es tut mir leid, dass ich dich damit belästige, aber bisher habe ich dich immer bewährt. Wenn etwas Gefährliches hinter diesem Erdstößen steckt, musst du bitte etwas unternehmen. Wen kümmert denn die Basse? Beiße? Keine Ahnung. Wer kümmert denn bitte die Basse oder sowas? Ich weiß es nicht. Oh, ein blauer Schlitzer. Was auch immer das für ein Vieh sein wird. Nochmal jemand? Ach, die Chefin. Ah ja, für Yokomo viel getan. Ja, genau. Okay, wunderschön. Dann reisen wir nochmal kurz nach Pocke. Auf die Gefahr hin, dass wir nochmal eine neue Quest freischalten. Ja, aber wir sind mutig genug. Ich habe jetzt echt ein bisschen Angst. Neue Quest? Nein, keine neue Quest. Na also, damit haben wir es geschafft. Damit haben wir die ganzen Dörfer mal wieder erledigt. Wir haben viele Quests bekommen. Wir haben auch schon einige davon abgeschlossen. Das ist auch das nächste Schöne. Also wir waren auch schon wieder fleißig dabei. Gibt es natürlich noch ein paar zu erledigen. Den werden wir dann vielleicht... Bis das Video jetzt hochkommt, haben wir auf jeden Fall schon die nächste Aufnahmerunde gemacht. Das heißt, da wird man es dann ja sehen. Oder wir machen einfach weiter mit den High-Rank-Quests. Eins von beiden. Ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben ein paar neue Quests freigeschalten. Wir haben auf jeden Fall mal die Dörfer wieder erkundet und das bereinigt. Auch mal wieder eine Solo-Runde. Ich glaube, die zwischendurch immer wieder zu machen, ist gar nicht verkehrt. Ich mag es zwar, wenn man zuerst Solo macht und dann erst in High-Rank geht. Aber so ab und zu mal wieder zum Solo zurückzukommen, finde ich eigentlich ganz schön. Und da ist es eigentlich auch immer ganz toll, wenn es dann halt noch ein paar Solo-Quests hinterhergeschoben werden, so ein paar schwerere, dass man sich da dann auch theoretisch vom Jägerlager dann gewöhnt hat an die Schwierigkeit und dann nochmal das Solo umsetzen muss. Wie gesagt, finde ich eigentlich auch immer ganz schön. Und ja, das soll es dann für heute wieder gewesen sein mit Monster Hunter Generations. Das nächste Mal geht es dann wieder weiter im Online-Modus. Wie gesagt, ich glaube, mit den 5-Sterne-Quests dann um die Kleinigkeiten kümmern wir uns dann vielleicht ein andermal. Und ja, da schauen wir dann mal, was für fiese Viecher sich im Jägerrang 5 verstecken werden. Ich meine, wir haben jetzt ja gerade eben was erledigt. Daraus könnte man so ein bisschen schließen, dass wir nicht unbedingt so viel stärker werden müssten, wenn ich den Garuga solo mit einer ganz guten Waffe schaffe. Aber ich habe die Sachen ja eh schon erhöht.
Das ist ja eh schon drin. Und ich glaube, nochmal erhöhen müssen wir es auf jeden Fall nicht. Vielleicht sogar die Waffenstärke wieder ein bisschen senken. Weil ich habe es ja auf 120 erhöht gehabt. Wie gesagt, schauen wir mal, ob wir sie wieder senken müssen. Weil es könnte doch sein, dass sie dann doch wieder zu schnell sterben. Wir werden sehen, aber wie gesagt, das erst das nächste Mal, wenn es weitergeht mit Monster Hunter Generations. Also dann, ciao!